passend zum Videothema begrüße ich euch aus meiner Küche. Es gibt mal wieder ein Food Diary. Anfang des Jahres gab es das schon mal, und zwar in so einer XXL-Version. Also ich habe wirklich jetzt, ja, über Wochen, fast schon Monate, immer, wenn es was Spannendes, Interessantes zu essen gab, die Kamera rausgeholt. Wie letztes Mal auch, habe ich Butterbrot, Nudeln mit Soße, alles, was so richtig Standard 0815 ist, weggelassen. Und auch wenn ich draußen gegessen habe, habe ich das nicht gefilmt, sondern immer nur ab und zu, einfach wenn ich es interessant fand. Ist wieder eingeteilt in morgens, mittags, abends, aber auch wieder unzusammenhängend. Also nicht immer am gleichen Tag gefilmt, sondern mal Frühstück, mal Mittagessen, mal Abendessen. Das erste Food Diary in der Art verlinke ich euch gerne nochmal in der Infobox, falls ich irgendwas vergessen habe. Da habe ich es dann bestimmt gesagt. Ansonsten würde ich sagen, es geht direkt los. Ich habe relativ viel Zeit heute Morgen und habe mir deshalb gerade ganz in Ruhe ein Frühstück zubereitet. Hier habe ich einfach ein bisschen Naturjoghurt reingegeben. Das ist dieser Skyr-Joghurt nach isländischer Art, kennt ihr bestimmt. Außerdem aufgetaute Tiefkühlhimbeeren, aufgeschnittene Mango und dann ein bisschen Granola. Wir haben von Lücker diese neuen Granolas zugeschickt bekommen. Und dieses hier ist die Richtung Carrot Cake. Sehr interessant. Und dann habe ich mir ein Spargel-Koriander-Omelette gemacht. Zwei Eier zusammengerührt und dann Spargel und Zwiebel in Öl angebraten. Danach die Eiermischung oben drauf gegeben. Dann habe ich das einfach so stocken lassen. Also ihr müsst dann da den Deckel drauf geben und es dann wirklich einfach eine Weile ruhen lassen sozusagen. Dann wird das ganz automatisch so. Oben drauf habe ich ein bisschen Parmesan gegeben. Turboscharfes Gewürz natürlich von Just Spices. Und noch ein bisschen Koriander und dann außerdem natürlich schwarzer Kaffee. Trinke ich in letzter Zeit immer öfter. Ich trinke inzwischen eigentlich maximal einen Milchkaffee am Tag. Meine pflanzlichen Milchalternativen werdet ihr bestimmt in dem Video auch nochmal sehen, aber habe ich euch auch schon öfter gezeigt. Yummy, yummy. Mein Frühstück ist fertig. Wundert euch nicht, im Hintergrund läuft die Waschmaschine. Bei mir ist heute Aufräumen. Tag. Das ist der vegane Kokosjoghurt von Alnatura. Der ist so, so lecker. Den müsst ihr unbedingt mal ausprobieren. Oben drauf sind Blaubeeren und Erdbeeren. Ich habe die ersten deutschen Erdbeeren gefunden dieses Jahr. Außerdem Pekannüsse, ein Teelöffel Mandelmus und Hanfsamen und ein bisschen Agavendicksaft. Das matsche ich jetzt gleich alles zusammen. Das ist mein Frühstück. Ich mache mir jetzt einen Frühstücksshake und ich dachte, ich zeige euch vorher immer ganz kurz, was ich da reinmache. Ich habe einen Apfel, eine Orange, die dringend weg muss, die ist schon eine Weile alt, eine Banane, dann habe ich so ein paar Tiefkühlblaubeeren, da weiß ich immer nicht so genau, was ich damit machen soll, weil irgendwie schmecken mir die nicht mehr in Porridge und Müsli und so, deswegen verwerte ich die jetzt für Shakes. Dann habe ich hier zwei Datteln, außerdem mache ich da einen Löffel Hanfsamen rein, einen Löffel Erdnusscreme, ich liebe das in Kombi mit Banana. Und die Barista Oatly Hafermilch ist nach wie vor meine zweitliebste Milchvariante. In einigen Shakes mag ich die sogar noch ein bisschen lieber, weil die so richtig cremig, dickflüssig ist. So, fertiger Shake und dazu schwarzen Kaffee in meiner neuen liebsten Tasse. Irgendwie bilde ich mir ein, der schmeckt daraus besser. Auf jeden Fall Frühstücksdrinks immer gut kauen, hat man eher so ein Sättigungsgefühl, man hat eher das Gefühl, man isst was. Man isst ja ganz schön viel durch so einen Frühstücksshake eigentlich, also es ist ja eine Riesenportion Obst und auch pflanzliche Milch und so. Und die Verdauung fängt auch schon im Mund an. Also immer schön kauen, wenn ihr so einen Drink morgens zu euch nimmt. Wissen macht A mit Leo. Es gibt schon wieder einen Shake heute Morgen. Ich weiß auch nicht, was da los ist. Ich habe da so Lust drauf zurzeit. Und heute hatte ich auf eine ganz bestimmte Kombi Lust. Und zwar richtig viel Banane, ganz, ganz viele gefrorene Himbeeren und Mandelmus. Also ich habe richtig so 3 Löffel weißes Mandelmus da reingegeben. 2 ganze Bananen. Also das ist nicht alles. Ich habe hier noch ein bisschen übrig, aber eine erste Portion auf jeden Fall. Und ich hatte so Lust auf sowas richtig cremiges, reichhaltiges. Und dazu schwarzen Kaffee. Perfektes Frühstück. Könnt ihr unten drunter jetzt nicht erkennen, aber es gibt Frühstücksbrei. Wieder voll für mich entdeckt. Das ist der von DM Bio. Und der ist echt einfach so super lecker. Und es geht halt viel, viel schneller als Porridge. Kann man einfach in der Mikrowelle mit Milch so ein bisschen erhitzen. Da oben drauf sind gefrorene Himbeeren. Ein bisschen von dem Schokogranola von Lücker. Und eine halbe Banane. Yummy.
hatte ein mega großes Frühstück, deshalb gibt es heute zum Mittagessen nur was ganz Kleines. Ich habe jetzt erst einmal grünen Spargel gekauft. Ich habe den einfach klein geschnitten und dann im Backofen zubereitet. Und als Dressing habe ich einfach ganz viel Zitronensaft, Olivenöl, Salz und Pfeffer zusammengemixt. Also mega easy. Oh, ich freue mich, dass wieder Spargelzeit ist. Wird es in diesem Foodery vermutlich öfter geben. Mein Mittagessen schmeckt tausendmal geiler, als es aussieht. Es ist so eine Tofu-Gemüsepfanne. Ich habe Zucchini, Aubergine, grünen Spargel, Zwiebel und Tofu angebraten. Dann habe ich da Knoblauch dazu gegeben, Tomatenmark, Sojasauce, dann so ein bisschen so eine grüne Currypaste, die ich da hatte, weil ich gerade hier irgendwas vergessen habe, Chili. Und obendrauf ist einfach so ein Joghurt, der besteht aus Joghurt und Sojasauce und Knoblauch. Da ist noch ein bisschen Limettensaft drauf und Koriander, also easy, alles, was ich so noch da hatte, reingeschmissen und schmeckt mega lecker. Ich war heute Morgen beim Yoga, jetzt ist schon 12 Uhr. Dementsprechend habe ich noch nichts gefrühstückt, das ist also so ein bisschen Mittagessen. Frühstück in einem. Ich habe mir eine riesige Portion Milchreis gemacht. Kommt gar nicht rüber, wie riesig die ist. Das war ein ganzer Topf voll. Ich habe so Hunger gerade. Ich habe bei Aldi diesen Hafer-Mandel-Drink mitgenommen. Und der hat mir leider nicht geschmeckt im Kaffee. Deshalb musste der jetzt weg. Und den habe ich jetzt für den Milchreis verwendet. Da ist mir das immer relativ egal, was da für eine pflanzliche Milch drin ist. Also da schmeckt mir eigentlich alles, wenn es so verkocht ist. Nur im Kaffee hat mir der leider nicht geschmeckt. Aber für Milchreis perfekt. Ich hatte da irgendwie so Lust drauf heute. Und ganz viele frische deutsche Erdbeeren. Es gibt so eine Reispfanne heute. Ich habe früher so, so gern diese Mikrowellen-Reis-Dinger von Uncle Ben's gegessen. Netti! Ich habe jetzt werde ich beim Food Diary vielleicht noch auch beim Zulati filmen. Auf jeden Fall sind die Dinger natürlich relativ teuer und halt auch irgendwie sehr verschwenderisch und nicht besonders umweltbewusst. Und ich mache mir den Reis inzwischen super gerne selbst. Also ich koche einfach ganz normal Reis ab und dann brate ich ein bisschen Gemüse an. Hier sind jetzt Zwiebeln, Karotten, frischer Koriander und Tomaten drin. Dann gebe ich den Reis dazu und dann gebe ich Tomatenmark dazu, eine halbe Zitrone und ein bisschen pflanzliche Milch. Und dann kriegt er so eine ähnliche, geile, matschige Konsistenz, was ich an diesen Mikrowellenreis-Dingern immer so gut fand. Habe ich noch ein bisschen Feta drauf gegeben, Koriander, geht mega schnell, aber super lecker, ich liebe das. Das ist mein Mittagessen heute. Ich habe schon probiert, schmeckt so unglaublich lecker. Ich freue mich gerade voll, das Rezept entdeckt zu haben. Ich hatte weißen Spargel zu Hause schon eine ganze Weile und der musste dringend weg. Und ich habe den eigentlich gekauft für klassisch Spargel mit Kartoffel und Soße Hollandaise, aber da hatte ich jetzt irgendwie keine Lust drauf. Also habe ich so eine Spargelpfanne-Soße draus gemacht. Ich habe einfach Zwiebeln angebraten, den Spargel geschält und in Stücke geschnitten und dann mit angebraten. Und dann habe ich das abgelöscht mit Weißwein, Hafersahne, dann habe ich noch Tomatenstücke reingegeben, eine halbe Zitrone, ein bisschen Parmesan und obendrauf Salbei. Und dann einfach Spaghetti gekocht und die Soße dazu gegeben. Und es schmeckt so, so lecker. Und der Spargel ist auch, hat die perfekte Konsistenz, also er ist nicht zu weich, nicht zu fest. Hammer, Hammer, schmeckt so lecker, müsst ihr unbedingt ausprobieren. Ich muss noch einmal ganz kurz sagen, wie lecker das war. Das zeigt wieder so gut, dass man so viele verschiedene Sachen mit Spargel machen kann. Man muss das nicht klassisch essen, wie man das vielleicht kennt mit Hollandaise und Kartoffeln. Was ist los? Es gibt so eine Reste-Mischung, ein bisschen gefüllungsbedürftige Zusammenstellung. Ich hatte noch zwei vegane Maultaschen übrig, die habe ich klein geschnitten und angebraten. Und dann habe ich so einen griechischen Salat gemacht aus Gurke, Tomate und Feta. Die Maultaschen dazugegeben und obendrauf habe ich ein bisschen Salbei, einfach weil es die einzigen Kräuter sind, die ich zurzeit da habe. Pinienkerne, scharfes Gewürz und dann einfach als Dressing so ein bisschen Olivenöl, Zitronensaft und Salz zusammengemischt. Also sehr improvisiert, aber sehr lecker. Es gibt was sehr, sehr Schnelles, sehr Einfaches heute Mittag. Und zwar einfach Schupfnudeln. Die habe ich so fertig gekauft. Aber ich habe was richtig Leckeres dazu. Und zwar Pfirsichkompott. Habe ich letzte Woche in Frankreich gekauft. In französischen Supermärkten gibt es davon immer eine riesige Auswahl. Alle möglichen Fruchtsorten, auch Mischungen, aber auch einzelne Fruchtrichtungen. Das schmeckt wie Dosenpfirsich. Klein püriert einfach. So, so lecker. Also wenn ihr das nächste Mal in Frankreich seid, schaut da unbedingt mal vorbei. So sieht unser Abendessen aus. Es gibt Ofenkartoffeln mit dem Hähnchenfilet von Like Meat. Haben wir letztens in unserem Favoritenvideo auch drüber geredet. Ich finde, das ist so täuschend echt, wie
Hähnchen. Also echt mega faszinierend, wenn man das kross anbrät. Selbst Wal findet, dass es täuschend echt ist. Dann dazu, ja, wie gesagt, Ofenkartoffeln. Da habe ich Meersalz drüber gegeben und Rosmarin. Und dann dazu noch Gurkensalat mit Joghurt, Senfdressing und immer zu Ofen aus dem Ofen aus dem Kartoffeln. Immer zu Kartoffeln aus dem Ofen. Curry Ketchup extra hot. Das ist mein Guilty Pleasure. Yummy! Es gibt heute Abend gefüllte rote Paprika. Dazu habe ich einfach erstmal die Paprika aufgeschnitten und die Kerne rausgemacht und die gewaschen und dann einfach schon mal im Ofen so ein bisschen vorgegart quasi. Und währenddessen habe ich dann die Füllung gemacht. Da innen drin ist so eine Reispfanne. Also ich habe Zwiebeln angebraten, ganz klein geschnittene Karotte, Zucchini, dann den Reis dazu. Und dann habe ich das mit selbstgemachten passierten Tomaten von meiner Oma abgelöscht. Und so ein bisschen Bärlauch-Frischkäse dazu, ganz viel Zitronensaft, frischen Koriander, ein bisschen Salz. Und dann habe ich das in die Paprika gefüllt und das Ganze nochmal in den Ofen und ganz zum Schluss in den letzten 5 Minuten dann noch Feta-Würfel drauf. Da kann man auch echt alles reinmachen, was man so noch im Kühlschrank hat quasi. Also jedes Gemüse, Reis, Bulgur, Couscous, geht alles. Es gibt heute Abend Caesar Salad, aber statt Croutons aus Brot mit angebratenen Gnocchis. Ich habe die so mit Knoblauch angebraten. Und in dem Salat ist eigentlich nur grüner Salat und Tomaten und Zwiebel. Und als Dressing ein bisschen Joghurt, Zitronensaft, Öl, Parmesan und Salz. Mega schnell, mega easy. Aber mal ein bisschen was anderes als einfach nur grüner Salat. Es gibt heute Abend Chili Sin Carne. Und da muss ich einmal ganz kurz den Zwischenstep zeigen sozusagen. Brate einfach Zwiebeln an und rote Paprika. Und dann gebe ich dann ganz Naturtofu dazu. Ich schneide den zwar klein, aber ich gucke dann, dass ich den im Topf auch noch so zerkleine. Frischer Koriander, eine halbe Zitrone, eine Knoblauchzehe und Kidneybohnen kommen dann dazu. Und das brate ich erstmal alles eine ganze Weile an mit Olivenöl. Und dann gebe ich erst die passierten Tomaten hinzu. So schmeckt dann der Tofu da drin. So, so lecker und so ähnlich zu Chili con Carne. Fertiges Essen mit Quesadillas habe ich noch gemacht. Also einfach Tortillas mit Käse dazwischen in den Ofen. Ganz viel Koriander drüber. Es kommt noch ein turboscharfes Gewürz drauf. Yummy. Yummy. Es gibt heute Abend Quiche. Den Teig habe ich bei Rewe so fertig gekauft, muss ich fairerweise dazu sagen. Aber die Füllung ist selbst gemacht. Innen drin sind kleingeschnittene Tomaten und Zwiebeln, verquillt mit Ei, Creme fraiche, Reibekäse, mini bisschen Gorgonzola. Und dazu gibt es einfach nur grünen Salat mit Tomate und Gurke. Es gibt heute Abend Linguine mit Pilzsoße. So, so schnell, so lecker. Einfach Pilze anbraten, Zwiebel anbraten. Und dann habe ich das mit der Hafersahne von Oatly abgelöscht. Das war's. Dann einfach Linguine gekocht, dazugegeben. Bisschen Salz. Wirklich keine anderen Gewürze drin. Das schmeckt so, wie es ist. So mega lecker. Yummy. Ich hoffe, da war ein bisschen Inspiration für euch dabei. Schaut gerne in der Infobox vorbei. Da verlinke ich euch auch unsere Food-Playlist. Ich drehe das gerne weiterhin ab. Also kann auch in den nächsten Wochen schon wieder anfangen aufzunehmen, wenn es irgendwas Interessantes zu essen gab. Wenn euch das gefallen hat, also lasst mich das gerne in den Kommentaren wissen. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Was ist das für ein unglaublicher Blick? Du kennst doch eine Kamera inzwischen. Ist es dir suspekt? Ja, ist auch komisch, ne? Sich ständig eine Kamera vors Gesicht zu halten. Bye bye, bis zum nächsten Video. Du bist mein Mausebär. Ja, du bist mein Mausebär. Babyhundesprache off.